Also wir können ihn nicht treffen anscheinend, oder? Vielleicht müssen wir die Warten kaputt machen, ich glaube schon. Ah, so war das. An manche kommen wir ran und manche noch. Der macht ja Schaden, scheiße. Oh, das war halt, der hat aber auch nicht was verloren gerade. Ja, weil du die Vasen kaputt machen musst. Ja, ich sehe ja bloß keine. Warte, drehen. Wie kriegen wir die Wände auf? Die überlege ich auch gerade. Hier ist noch eine Vase. Ich glaube. Guck, jetzt ist da aufgegangen. Ah, okay, rein da. Das scheint vielleicht nicht so schwer zu sein. Die Mucke ist geil. Ja. Oh, hier ist eine Schatztruhe. Die Truhen müssen wir nachher alle abklappern, das ist wichtig. Ja, ist ja schon halb tot, der Kerl, zum Glück. Nicht, dass das erst die erste Phase ist oder so. Ah, das kannst du sagen. Ja. Hier können wir rein, okay. Ah, da, oh. Hier, ja, war ein Staffen, ein Staffenbänder. Ich kann nichts mehr tragen. Oh, ich sollte mal hingehen. Hier müsste eigentlich noch eine zweite Vase sein. Ne, komm mal kurz her. Ja, ich wusste nicht. Vielleicht kommen wir da zum Schluss rein. Okay. Sieht irgendwie so aus, als wenn das so ein Raum ist. Da kommen wir her. Wo man nicht zerstört. Ah, hier ist jetzt offen. Ich glaube, der Raum mit den ganzen Vasen ist, glaube ich, so das Ende dann. Springen. Eine glaube ich noch. Es kann sein, dass jetzt drüben der Raum mit den ganzen Vasen aufgegangen ist. Wahrscheinlich ist nur eine Vase davon echt oder so. Nee, ist noch nicht offen. Hier ist aber. Nee, das ist auch nicht. Ist hier vorne noch was? Guck mal her. Die haben wir schon. Ne, hier ist nichts. Also irgendwo muss noch einer offen sein jetzt. Nicht, dass es hier ist, warte mal. Nee. Gut. Das kann ja irgendwo in der Ecke sein. Mhm. Hier wird die so lange. Ich glaube, die spawnen einfach. Oder kann das sein? Hier waren wir doch schon. Nee, war nicht. Noch eine. Irgendwo muss noch eine sein. Wer ist jetzt der Raum aufgegangen? Meinst du? Ja, wir können ja kurz mal oben links gucken. Ja, ich glaube, es geht eher hier weiter. Nee, hier waren wir schon. Ja. Ups. Also, ich scheine noch Tränke zu haben, auf jeden Fall. Der wird gleich sterben. Das hoffe ich. Kann das nicht mehr abwehren? Ja! Hau alles kaputt, was du siehst. Scheiß, nur die letzte. Natürlich. Ja. Ihr habt Lyrans Hand gefunden. Aus der zerbrochenen Urne purzelt Lyrans ausgetrocknete Hand. Geht zurück zum Observatorium und öffnet die Tür mit der Hand. Und das ist immer noch. Nee, er ist tot. Oh. Du hast eine Stufe ab. Ich habe eine Stufe ab? Ja, Level ab. Ich habe eine Stufe ab. Gut, dann mache ich das mal eben. Sehr geil. Sehr schön, das freut mich. Ha, haben wir gleich hingekriegt. Bolzen, eiserner Wille. Ich brauche keine magische Energie. Großes Regenerationsrate der Trefferpunkte. Ich mache das jetzt einfach mal. So, fertig. Einfach alles rauf da. Genau. So, jetzt gehen wir aber nochmal. Aber ich schätze mal, jetzt in die ganze Kiste. Genau, wir müssen jetzt alles abgehen, weil hier viele, viele Truhen waren. Und wir müssen uns gleich unbedingt mal zurückbeamen und was verkaufen. Vielleicht ist es ja auch nach dem. Wir gehen immer links. Immer links rum, dann finden wir alles. Hast du die? Okay. Ja. Das fand ich aber einen ziemlich coolen Kampf, muss ich sagen. Der war einfallsreich. Fand ich cool. Keine Waffen. Ich wollte doch nicht wieder zurück. Ich auch nicht. Dürfen wir dann auch wieder rein? Ja, ich habe aus Versehen anscheinend. Hast du das? Achso. Ja, ich hoffe, wir können nochmal wieder zurück. Ja. Warte mal. Hier waren wir noch gar nicht. Das ist ein kleiner Bonusraum. Das ist die Schatzkammer! Auf der anderen Seite! Ich glaube, wir kommen da nicht mehr rein. Geh zurück. Fuck.
Kannst du die Sachen wenigstens einsammeln? Wir können nicht wieder zurück. Scheiße. Na gut, aber wir haben... Ich hab den Eingang nicht... Aber das war, glaube ich, aber alles nur Gold. Da haben wir eigentlich ganz gut von. Oder? Ja. Also hier müssen wir gleich hin, oder wir warten mal eben. Oder? Warum? Ich dachte aber, oder wie viele Sachen kannst du noch tragen? Kann noch ein bisschen was. Na gut, dann lass uns weitergehen, meinetwegen. Ich glaube, so viel kommt hier nicht mehr, bevor wir wieder in der nächsten Stadt irgendwie ankommen. Okay. Gut, dann gehen wir da erstmal rein. Na gut, wenn du das sagst, Lyrans Observator, aber sieht cool aus. Mhm. Aber das war jetzt noch nicht das zweite Kapitel, oder? Da kommt dann noch schon was. Wäre dann ziemlich kurz gewesen. Ja. Ich kann das Amulett nicht nehmen. Ich aber. Ich hab mir zu viel aufgepackt. Ja. Gibt's mal kurz? Ja, es sieht gerade ziemlich geil aus hier. Ich finde das ist echt cool. So, die Gegend ist echt cool. Wettermaschine. Ja, mach mal. Donnersphäre. Ihr habt die Donnersphäre, eine mit Gravuren und großen Topasen versehene Kupferkugel. Von Lyrans Wettermaschine entfernt. Achso, haben wir abgebaut da. Sie sollte zu Jerek nach Baldurs Tor zurückgebracht werden. Für ihn sollten wir ja die Donnersphäre... Ja. Na, no, nee, ich wollte ja nur die andere Richtung gucken. Slivers. Du bist doch ein Guter, ne? Er hatte ja auch einen Auftrag, dass er die Donnersphäre holen soll. Die Donnersphäre. Wir sind viele. Ihr seid so wenige. Außerdem haben wir scharfe Klingen und unsere Haut ist aus Eisen. Lasst die Kugel liegen und verschwindet! Ja, aber warum? Ihr seid doch ganz lieb normalerweise. Wer seid ihr? Ja. Slivers sucht für seinen Herrn nach der Kugel, genau wie ihr. Aber wusstet ihr, dass euer Herr vor lauter Pech schon stinkt? Wer ihm hilft, muss sterben. Weil er stinkt. Mhm. Hm. Jarek ist nicht mein Herr, mach das mal. Oder? Ja. Ja. Ihr wollt in seinem Dienste sterben? Wäre das nicht so, hättet ihr die Donnersphäre hergegeben. Das ist ein Herr, wie ihn sich Slivers vorstellt. Mach das mal. Was meint ihr mit, die ihm dienen werden sterben? Slivers meint es genau so, wie es gesagt wurde. Alle, die Jerek dienen, werden schon bald sterben. Genauso wie die drei vor euch. Sie verschwanden zusammen mit dem schwarzen Turm. Ihr solltet euch eure Herren etwas sorgfältiger aussuchen. Genug, ich werde die Kugel weder euch noch irgendjemand anderem geben. Dann müsst ihr sterben. Greift sie an! Das stimmt schon 10-mal gesagt. Ja, wie oft wir schon gestorben sind hier. Nicht Slivers töten! Das ist immer doof. Ich dachte, den kriegen wir als Händler. Ja, normal, im ersten Teil ist er auch unser Händler. Oh, der hat aber gar nichts drauf. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir ihn töten müssen. Wollen wir euch eigentlich umbringen hier? Ich finde gerade keine. Du musst Energie nehmen! Ganz schnell! Ja, ich habe doch keine Heiltränke. Mein Zauber geht erstmal alle paar Sekunden. Dann weiß ich auch nicht, dann halte ich raus. Mach erstmal den Schützen-Tot. So, Slivers, du bist leider erledigt. Aber ich will das gar nicht. Tor. Ja. Es fallen wieder Tore, unsere Handys vibrieren. Ja, und jetzt? Jetzt gehen wir weg. Geil. Da können wir gar nicht rein. Warte mal. Dann gehen wir nochmal zur Wettermaschine. Hier müssen wir wieder zurück. Ich weiß es nicht. Mal hier jetzt was machen? Ja, mach nochmal. Die Wettermaschine ist leblos. Also es sieht nicht so. Wir können hier nichts mehr einsammeln irgendwo, ne? Und dann müssen wir wieder runter. Gehen wir mal kurz hier rein. Ja, müssen wir ja. Vielleicht müssen wir einfach durch den Hauptausgang oder Haupteingang wieder raus da. Hm. Okay. Ich wollte Slivers nicht töten, verdammt. Den kriegen wir jetzt als Händler. Ja, den können wir ja nicht als Händler kriegen, wenn er tot ist. Ja, wen werden kriegen? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich speichere mal einmal zwischendurch ab. Aber es gab doch im zweiten Teil auch mehr als nur einen Händler, oder? Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Das kann doch nicht sein, dass wir nur in Baldurs Tor da über... Ja, der Händler ist scheiße. Ja, naja, seine Sachen sind scheiße. Da ist gar keine Tür.
Der hatte übrigens die gleiche Stimme wie unser Händler des Leibers eben. Ich glaube, das ganze Spiel besteht nur aus 3-4 Stimmen. Wieso? Wo ist unsere Karte, Timo? Sorry. Ah. Ich bin sonst immer so orientierungslos. Wir können noch mal was probieren. Lass uns aber in den Keller gehen. Vielleicht kommen wir von da aus wieder rein. Weißt du, die Tür war noch versiegelt. Wieso? Wegen der ganzen Schätze. Vielleicht können wir da noch mal, nur mal kurz gucken. Vielleicht klappt's ja. Willst du jetzt von hinten ganz rumgehen oder wie? Ja. Vielleicht klappt's ja. Oder? Können wir versuchen. Nur mal eben einmal gucken. Wenn die Kellertür zu ist, dann lassen wir's. Aber es tut mir halt leid um die ganzen Schätze irgendwie. Da waren noch so viele Truppen, die wir da nicht mitnehmen konnten. Und da war auch noch eine andere Tür, dachte ich. Da, wo wir den, wo die ganzen Vasen waren in dem Raum. Mhm. Ja, jetzt können wir wieder rein. Da war noch eine Tür. Da hätten wir noch weiter können. Und irgendwie ist das schade, wenn wir jetzt so viele Sachen da weggelassen haben. Gold kann man immer gebrauchen. Ja. So, pass auf, wir müssen... Dann können wir auch wieder was am Zwerg spenden. Warte mal, hier liegt Geld. Guck. Richtig. Hat sich schon gelohnt. Übrigens, ja. Das hat Rimdi mir auch erklärt. Es gibt wahrscheinlich für jeden Charakter, den man auswählen kann, Kleriker, Barbar, Zwerg, einen Typ, an dem man was spenden kann. Für mich ist das der Zwerg. Und für dich, du bist ja die Klerikerin, wahrscheinlich der Kirche, der Typ. Den hast du ja auch was gespendet, das konntest du ja. Stimmt, vielleicht kann ich ja auch noch öfter was spenden. Und, genau, und der Barbar, vielleicht diesem Opa, weißt du? Der sagt doch auch mal irgendwas mit Kohle da. Der will Kohle haben, aber wir dürfen ihm kein Geld geben, weil der von den Barbaren nur Geld annimmt. Weißt du, es gibt wahrscheinlich in Baldur's Tor 3-4 Leute, die immer halt nur von einem gewissen Typen sich Spenden geben lassen. Und deswegen können wir bei manchen Leuten dann nichts machen. Das wäre auch ziemlich mies gewesen. Guck mal, der Zwerg kann Fallen schärfen und dann nur spenden. Das wäre ein bisschen heftig. Ja. Deswegen. So, warte mal. Sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, ne? Ja. Genau. Ich hoffe nur, dass wir da gleich noch wieder rein können. Nicht, dass die Tür jetzt auch versiegelt ist. Das wäre natürlich blöd. Frage ist natürlich, ob wir einfach einen Rückruftrank nehmen können oder ob wir einfach aus dem Haus rausgehen. Ich weiß nicht. Können ja versuchen. Liegt auch noch Geld rum. Oh, ist das schön, wenn man hier lang gehen kann und die nerven einen nicht. Es müssten ja alle noch ein paar Gegner kommen. Stimmt, ein paar Bücher haben wir noch am Leben gelassen. Das hört sich voll bescheuert an. Hier muss noch irgendwo ein böser Stuhl rumlaufen. Ist klar. Ey, so. Ich mag das nicht, wenn ich so seitlich gehen muss. Wie ist das? Ach komm, jetzt könnt ihr uns gar nichts mehr. Ach guck mal, ein Schlachtgold. Ja, die können gar nichts. Bisschen Erfahrungspunkte bringt das ja auch noch. Ja. Das ist schon ganz gut, dass wir hier nochmal da gegangen sind. Jetzt benutze ich den Speicherpunkt da gleich nochmal eben. Und dann versuchen wir nochmal da reinzugehen. Ich hoffe, das klappt. Da kommt durch den Bug nochmal der Team, hier nochmal der Gegner. Och, meinetwegen. Finde ich jetzt ja nicht so schlimm. Der war ja nicht schwer. Das war viel schwieriger, die ganze Zeit vor ihm wegzulaufen. Ja, da kann man auf einmal so 10 Gegner und er schubst einmal weg und man kann ihn angreifen, das. Ja. Oh! Was? Wir können rein. Ja. Jetzt müssten wir wieder in den Gängen sein, wo wir ihn eben besiegt haben. Dann können dann können wir die ganzen Truhen doch noch öffnen. Ja, geil. Oh, jetzt haben wir auch voll die coole Karte, die wir vorhin gar nicht angezeigt. Die haben wir ausgeblendet oder so. Hier waren wir schon, ja, das sieht drauf. Ja, und hier. Ah, genau, hier ist eine. Hier dachte ich nämlich, wäre noch eine Tür gewesen. Vielleicht. Ein Geheimgang? Tränke? Nee, doch nicht. Und dann tat es getäuscht, tut mir leid. Aber jedenfalls ist mir noch eine ganze Menge Truhen über. Da waren wir schon, okay. Dann gehen wir jetzt mal rechts rum. Genau, da hinten hast du. Genau, da hinten ist nämlich der Ausgang. Da hast du wahrscheinlich aus Versehen geklickt und dann waren wir draußen. Ich hoffe nur, dass wir dann auch wieder raus können, sonst müssen wir wieder ganz rum. Okay. Ja, siehst du, das können wir nicht alles hier liegen lassen. Wäre auch viel zu schade. So, haben wir jetzt schon alle Sachen? Ich glaube, oben links waren wir noch nicht. Gehen wir mal dahin. Ah, da, okay, da waren wir. Vielleicht haben wir die auch durch Zufall mitgenommen. Mal gucken. Ja, dann haben wir doch schon hier. Haben wir doch hier, ja. Dann gucken wir da hinten nochmal. Bisschen vorsichtiger. Oder ist hier in der Mitte auch was? Ne, da ist nichts drin. Na gut, dann haben wir ja nicht allzu viel verpasst. Das ist schon mal ganz gut. So,
vorsichtig. Ach, du bist das. Also die, ja, okay, dann können wir versuchen rauszugehen, ne? Ja. Aha, in die Richtung ist die Tür nicht versiegelt. Ist schon klar. Hm. Ja, ja, natürlich. Ist logisch. Spiele Logik!